Triggerwarnung. Wer Probleme mit den Themen Magersucht und Tod hat, der sollte dieses Video bitte nicht oder zumindest nicht alleine gucken. Danke. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, ist das heute keine normale Wie ist das Folge. Deshalb wird es auch keinen Faktencheck geben. Aber eine wichtige Info möchte ich euch trotzdem mitgeben. Eine von 10 Magersüchtigen stirbt an der Krankheit. Ich habe die 24-jährige Josie vor ungefähr einem Monat hier in Köln getroffen. Sie ist extra 6 Stunden angereist für diesen Dreh und hat mich vor ein paar Tagen auch noch gefragt, wann unser Video denn endlich online kommt. Das Video wird Josie jetzt nur noch aus dem Himmel schauen können. Sie ist nämlich vor ein paar Tagen gestorben. Ich habe lange mit Josies Eltern, Hans und Annette, gesprochen und die beiden waren sich sehr einig, dass ihre Tochter gewollt hätte, dass ihre Geschichte verbreitet wird. Und ich selbst als Außenstehender kann euch jetzt aber nichts zu den Todesumständen sagen. Aber gerade deshalb war es den beiden Eltern ein Anliegen, nochmal persönlich zu euch zu sprechen. Und das werdet ihr Mittwoch hier auf diesem Kanal sehen. Ich denke, dann werden wir alle ein bisschen mehr erfahren. Ihre Eltern befinden sich gerade in tiefster Trauer und möchten trotzdem das, was ihre Tochter angefangen hat, zu Ende bringen. Bitte, bitte erweist Josie die letzte Ehre und hört ihr heute ganz genau zu. Lasst uns vielleicht auch ein Zeichen setzen für Josie und für jeden anderen Menschen, der an Essstörungen leidet. Vielen Dank. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Grüß dich, alles klar bei dir? Ja, es ist gerade so ein bisschen doof mit Begrüßen und so, aber geht's dir gut? Danke, mir geht's super. Wie geht's dir? Wunderbar, mir geht's natürlich auch hervorragend und du darfst dich natürlich jetzt einmal vorstellen für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen. Sehr, sehr gerne. Ich bin die Josie, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Kiel, aus dem Norden Deutschlands und bin Influencerin, gelernte Bankkauffrau und bin jetzt hier, weil ich über meine Magersucht sprechen möchte. Ja, Freunde, das ist natürlich ein super spannendes Thema, auch ein sehr sensibles Thema. Ich habe einige Fragen vorbereitet und direkt auch welche spontan im Kopf, die ich dir natürlich stellen werde. Und wenn da irgendwas dir zu nahe geht, dann sag das bitte. Das ist ein sehr sensibles Thema. Da geht es um deinen Körper, da geht es um dein eigenes Aussehen, dein Empfinden. Und wenn da irgendeine Frage dabei ist, die dir zu nahe geht, bitte sag das. Das ist nie böse gemeint. Und wenn du aber bereit bist, wenn du dich gut fühlst, dann würden wir direkt anfangen. Dann lass uns starten. Okay. Josie, dann erklär mir bitte mal, wie hat das angefangen? Du hast gerade schon angedeutet, du warst 11. Was macht man denn mit 11? Was hat man da für Gedanken im Kopf? Und warum wird man mit 11 Jahren magersüchtig? Ich muss sagen, es hat sich alles in der Schulzeit entwickelt. Ich war in der Grundschule, ich war schon immer ein Mensch, der sich nie die Butter vom Brot nehmen ließ, wortwörtlich die Butter vom Brot nehmen ließ. Und man hat versucht, mich irgendwie zu kränken, hat aber nie einen Weg gefunden. Und ich war immer jemand, der nicht einfach nur Mitläufer war. Ich war immer anders. Und wenn man anders ist, dann ist man eben Angriffspunkt. Und die Leute haben gemerkt, dass sie mich kriegen, indem sie mir sagen, dass ich zu dick sei. Ich war nie übergewichtig, nie. Und es wäre auch in meinem Gen gar nicht so jetzt irgendwie vorgeschrieben gewesen oder wie auch immer. Aber ich hatte immer süße Faustbäckchen. Als Kind hat man das ja gerne mal. Und auch ich hatte das. Und normalerweise habe ich das auch. Und ich liebe sie inzwischen. Aber inzwischen ist es wirklich einfach nur noch Knochen. Und genau, ich wurde dann halt gemobbt in dem Gebiet und habe dann gedacht, oh, ich will den Leuten das zeigen. Ich will denen zeigen, dass ich abnehmen kann. Was ist denn mit 11 Jahren? Also da ist man ja in der 5., 6. Klasse, oder? Also angefangen hat das mit dem Mobben eigentlich eher schon so in der 3., 4. Klasse. Aber als ich dann aufs Gymnasium gewechselt bin in der 5. Klasse, ist das natürlich dann gleich so ein Cut. Und dann hat sich das alles so miteinander gekoppelt und dann ging es halt in der 5. Klasse so richtig los. Zum Beispiel hatte ich Süßigkeiten dabei und dann haben die gesagt, boah, das ist aber noch Kalorienbombe, ne, was du da jetzt mit hast. Oder ja, irgendwelche Kommentare bezüglich des Essens.
Es war nie böse von meinen Eltern gemeint, aber wenn ich meinen Eltern dann erzählt habe, ja, ich möchte gerne ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird, dann kam halt schon so von meiner Mama mal so, okay, dann lassen wir abends das zweite Spiegelei mal weg. Und es war nie böse von ihr gemeint, aber als Kind nimmt man das halt ganz, ganz anders auf, unterbewusst ganz anders. Und dann hat man das natürlich so aufgenommen, dass wenn man das weglässt, dass man Leistung vollbringt. Verstehst du, was ich meine? Also ich lasse das zweite Spiegelei weg und dafür zeige ich, dass ich eine Leistung schaffe. Damit zeigst du es. Also indem du verzichtest auf das, was dein Körper eigentlich, genau, weil du Hunger hast, was dein Körper eigentlich einfordert, nämlich zwei Spiegeleier zum Abendessen, ist jetzt halt wirklich nicht so viel. Da sagst du dann, okay, ich esse nur eins und dafür habe ich es geschafft heute, genau, die Challenge. Das ist natürlich krass, dass ich kenne euer Klassenkonstrukt natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie damals so die Lehrer so etwas nicht mitbekommen konnten. Das sind natürlich ganz viele offene Fragen. Aber Fakt ist, dass dich das damals total gekränkt hat und insofern auch gedanklich verändert hat, dass du an dem Punkt gesagt hast, die anderen haben vielleicht irgendwo recht oder ich will es ihnen beweisen. Und dann hast du angefangen, weniger zu essen, höre ich raus. Genau. Dann habe ich angefangen, weniger zu essen und wollte halt abnehmen. Und dann habe ich gemerkt, boah, das funktioniert. Und man hat Komplimente gekriegt. So von wegen, boah, du wirst ja erwachsen, du siehst ja immer reifer aus, du wächst dich ja zurecht. Und Komplimente machen da in dem Alter auch besonders süchtig. Und dann habe ich halt immer weitergemacht und weitergemacht, bis dann irgendwann es hieß, boah, Josi, du bist wirklich jetzt auch langsam schon zu dünn, ne? Also jetzt wird's ernst. Das war für mich dann aber eher so eine Bestätigung von wegen, ja, ich kann halt dünn sein. Wer hat das gesagt, so, Josi, du bist zu dünn? Also waren das dann wieder die Mitschüler oder war das dann in dem Fall? Es waren eher so die Mitmenschen, also aus dem Dorf. Meine Eltern haben das, ich glaube, meine Eltern haben es am Anfang einfach noch nicht so richtig gesehen. Also ich habe ein super Verhältnis zu meinen Eltern, aber man sieht es als Eltern nicht unbedingt direkt. Und irgendwann haben sie es natürlich auch gemerkt. Und dann kam mein Bruder wahrscheinlich auch an und hat gesagt, irgendwas stimmt mit Josi nicht. Und und dann war es letztendlich so weit, dass ich schon ziemlich, ziemlich dünn war und dann auch in die Klinik gegangen bin. Und beziehungsweise musste, weil meine Eltern mich eingewiesen haben. Und dort war ich dann 2 Monate und es war der absolute Horror. Also ich war halt in der Kinderklinik, sag ich mal, also in der Kinderstation. Und da kamen halt alle rein. Das heißt Magersucht, Selbstmord, psychische Störungen, Zwangsneurose, bla bla bla, alles. Alles zusammen. Alles, alles. Mhm. Aber das Problem ist, dass man als Kind dann ja alles mitkriegt, alle Reize hat und alle Probleme. Man hat selber ein Problem und noch 1000 andere Probleme mitkriegt. Und man fühlt sich so unnormal, weil man ja in Anführungsstrichen, ich will niemanden angreifen damit, aber mit unnormalen Menschen zusammen ist. So, und für mich war das ganz, ganz schrecklich. Und ich wollte gesund werden. Ich wollte gesund werden, weil ich auch wusste, es ist irgendwas nicht mit mir richtig, weil man durch dieses Abnehmen einfach mega an Lebensqualität verliert, super unglücklich wird, man wird traurig, man hat keine Lust mehr auf nichts, man verliert seine Freunde, die Freunde wenden sich ab, Familie wendet sich ab, du wirst alleine, immer, immer mehr alleine und hast immer mehr deine Freundin die Erstörung. Und da hältst du dich dann dran fest. Das heißt, es ist ein Teufelskreis und du gehst immer tiefer rein. Okay, das heißt, du isolierst dich so ein bisschen selbst. Ich wollte zwar gesund werden, aber ich wollte nicht in die Klinik, weil ich enorm Heimweh hatte. Ganz, ganz schrecklich. Mhm. Und man hatte halt Besucherzeiten und die durften halt eingehalten werden. Und wenn meine Eltern gegangen sind, das war Horror. Okay. Ja, ich merke auch, das geht dir gerade extrem nahe, ne? Ja. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Man soll und darf sehen, dass es einfach eine Krankheit ist, die einen enorm einnimmt, ne? Emotional und dass es eben nicht nur ein körperliches
Empfinden ist und dass es nicht einfach nur ist, der Wille dünn zu sein, sondern dass das ein Symptom ist. Das kann man auch vergleichen mit jetzt klingt total makaber, aber man kann es vergleichen mit einem Herzinfarkt. Wenn dein Arm wehtut, ist das nur ein Symptom vom Herzinfarkt. Aber es ist nicht die Ursache. Es ist bloß ein Zeichen, dass dein Arm wehtut. Und ja, es kann sein, dass du einen Herzinfarkt hast. Und so ist es mit der Magersucht. Du verlierst an Gewicht und wirst dünner. Aber dieses Dünnsein ist nicht die Magersucht, sondern die Magersucht ist was ganz, ganz anderes. Und deswegen denken viele auch, dass die Menschen, die Magersucht hatten und wieder ein normales Gewicht haben oder relativ normal aussehen, aus der Magersucht raus sind. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt auch Menschen, die sind immer noch untergewichtig, aber sind aus der Magersucht raus, weil sie sich psychisch einfach regeneriert haben oder ihren Weg gefunden haben. Und als ich in der Klinik war, mit Leuten, die sich selbst verletzt haben, ist das nicht gerade schön, sowas zu sehen. Und Geschichten zu hören, wie Leute versucht haben, sich umzubringen, ist im Alter von 13, 14 vielleicht nicht unbedingt angebracht, dass man weiß, wie andere Leute sich umbringen wollten, wenn man selber in einer Phase ist, die sehr, sehr schwierig ist. Und ja, dann war ich dann schon mit einigen, die auch essgestört waren. Aber die wollten alle nicht gesund werden. Die hatten ihre ganzen Tricks. Und wenn einem dann gesagt wird von einer anderen Magersüchtigen, boah, du bist ja gar nicht magersüchtig, du isst ja, ist das schon irgendwie kränkend, weil man sich so denkt, ich möchte einfach bloß gesund werden und du nicht. Und als Magersüchtige sieht man eben die Stärke immer in dem Abnehmen. Was in diesem Fall total Quatsch ist. Wenn ich zunehme, ist das total stark, weil ich mich gegen die Essstörung entscheide. Aber unterbewusst sagt man sich immer wieder, okay, wenn ich zunehme, ist es eine Schwäche, weil man es früher ja so hatte, dass wenn man zunimmt oder allgemein in der Gesellschaft, ist ja dieses Zunehmen immer eine Art von Schwäche und wenn man abnimmt, Disziplin. Und Magersüchtige sind oftmals sehr diszipliniert und haben Ziele vor Augen. Und die haben dann die Angst, dass wenn sie zunehmen, dass die Gesellschaft denkt, sie seien schwach, weil sie zunehmen. Total irre, weil ich weiß, dass jeder Mensch sagen würde, Josie, es ist unfassbar stark, wenn du es schaffst, zuzunehmen. Ich weiß das alles. Aber letztendlich ist die Magersucht immer da. Man hat immer diese zwei Seiten. Und das ist ganz, ganz schrecklich. Ich merke auch, das ist so ein innerer Konflikt, der ist, glaube ich, auch nicht von heute auf morgen irgendwie loszuwerden. Und der begleitet einen vielleicht auch das ganze Leben lang. Das höre ich gerade so raus. Wie hast du dich dann dort in der Klinik entschieden? Also du warst ja jetzt nicht unfassbar lange dort, aber bist du dann den Weg gegangen, dass du gesagt hast, okay, ich ignoriere das, ich esse jetzt und ich versuche da rauszukommen, ich möchte gesund werden, so hast du es ausgedrückt, oder bist du dann trotzdem deine Jugendzeit über krank geblieben? Ich wollte gesund werden, aber ich war in der Klinik eigentlich bloß, damit ich zunehme, weil ich unbedingt raus wollte, weil ich es ganz schrecklich fand. Und dann habe ich einfach sozusagen zugenommen und dann haben die Psychologen und Therapeuten wohl gedacht, Mensch, läuft bei ihr, war wohl nur eine Phase. Und dementsprechend bin ich dann wieder raus, bin nach 2 Jahren nochmal rein, ich glaube, ich war 12 und 14 oder so, als ich in den Kliniken war, aber auch wieder nur, um zuzunehmen. Mhm. Und wenn man zunimmt, denken die, ja, die ist ja gesund. Was ja totaler Quatsch ist. Also wie so eine harte Diät in umgekehrt. So dich in der Klinik ein bisschen vollstopfen, sodass du Gewicht drauf bekommst. Ja. Und dann gehst du raus und hast aber dieselben Tricks und dieselben Probleme im Kopf, die dich wieder schwach und abnehmen lassen. Okay. Ja, genau. Und genau das hat halt gefehlt, sodass man diese psychische Sache behandelt und nicht die körperliche. Weil die zwei, also die ist eigentlich zweitrangig. Das Wichtigste ist das, was im Kopf abgeht, weil es von dort ja geleitet wird.
Josie, jetzt bist du für mich gedanklich 14, hast deinen zweiten Klinikaufenthalt hinter dir und irgendwie bist du in so einem Hamsterrad gefangen, habe ich so das Gefühl. Also ich stelle mir dich jetzt gerade so was jünger vor, ne, und versuche mir das so auszumalen, aber da ist man ja total mit sich selbst beschäftigt und hat dann noch so ein Thema vor sich. Wie ist das in der Jugendzeit dann für dich weitergegangen? Eigentlich einfach alles scheiße. Aber letztendlich bin ich schon immer ein positiver Mensch gewesen, habe immer versucht, irgendwie alles positiv zu sehen. Also ich habe mir das mit der Zeit angeeignet, immer positiv zu denken. Und das war dann halt auch in der Phase so, dass ich immer noch stark war. Ich bin ja immer noch ein starker Mensch und lasse mir immer noch nicht die Butter vom Brot nehmen. Und das war damals auch so. Dann war es aber leider so, dass ich durch dieses beschissene Hungern und Abnehmen mein ganzer Wachstum verschoben wurde, durcheinander gebracht wurde. Es war ja alles das, was andere Leute mit 14 hatten, hatte ich nicht. Ich hatte keine Brüste, ich hatte meine Regelblutung mit 13 noch nicht. Wir hatten Schwimmunterricht, alle hatten Bikini an und man sah schon Brüste. Ich hatte keine. Es war für mich ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Und da wurde ich dann weiter gemobbt. Nächster Punkt war dann, Josie wurde gemobbt, weil sie keine Brüste hat. Geil, Jackpot, nächster Mobbingpunkt. Und dann wurde ich halt in dem Bereich gemobbt, wurde auf Social Media, wurde von mir ein Fake-Profil erstellt. Ich hatte immer ein BH an, also obwohl ich keine Brüste hatte, ich hatte immer ein BH an und hatte mir dann immer so Socken da reingefackt, damit man denkt, ich habe Brüste. Mhm. So, weil ich meine, mit 14 möchte man als Mädchen Brüste haben, man möchte ja auch irgendwie attraktiv wirken. So, und dann wurde von mir ein Fake-Profil erstellt auf SchülerVZ damals noch. Josie Buttetitte. Und das ging natürlich viral, ne? Jeder wusste das, jeder hat einen irgendwie darauf angesprochen und. Ja, was haben die daraus gemacht? Josie Buttetitte. Ach so, also jemand hat dieses Profil für dich in deinem Namen erstellt und ein Bild von dir da eingestellt. Ja, normale Bilder, aber hat halt dann so blöde Sprüche bezüglich Buttetitte da eingebaut. Ja, okay. Also schon wieder so ein Kindersinn. Das ist Mobbing. Das ist absolut Mobbing. Ich glaube, in so einem Alter, wenn man eh schon mit sich selbst so viel zu kämpfen hat und mit sich selbst beschäftigt ist, dann schlagen solche Kommentare halt nochmal doppelt rein. Deshalb auch nochmal an der Stelle, gerade weil ja auch diese Videos hier jüngere Menschen verfolgen, es spricht aber auch nicht nur Jüngere an. Es geht auch auf der Arbeit genauso weiter. Wenn man Kommentare loslässt, um sich selber irgendwie besser zu fühlen, um sich selber zu profilieren, jemand anderem gegenüber, dann ist einem oft gar nicht bewusst, was das beim Gegenüber auslöst. Sie muss nicht in der Sekunde anfangen zu weinen. Vielleicht verlässt sie einfach nur den Raum und man lacht sich darüber kaputt, weil der Spruch hat getroffen. Aber wenn das dann dazu führt, dass sie über Jahre hinweg Probleme aufbaut und die wieder aufbaut und die wieder aufbaut und es irgendwann zu so einem Punkt kommt, dass Ärzte sagen, das ist irgendwo vielleicht lebensgefährlich, dann ist das die Folge von genau diesen Sprüchen. Und da reicht vielleicht ein kleiner Kommentar, ein kleines Wort. Man weiß nie, in welcher Verfassung der Gegenüber ist. Ist mir an der Stelle nochmal total wichtig, das zu sagen, weil wenn es um so ein Thema geht, dann darf das nicht zu kurz kommen. Und gerade im Internet, Mobbing ist scheiße. Und wenn ihr im Internet mobbt, seid ihr einfach bloß schwache Loser. Sorry, aber ist so. Mich würde es interessieren, wie es danach für dich weitergegangen ist. Weil du bist ja dann, du hast gesagt, dass deine gesamte körperliche Entwicklung sich verschoben hat. Das ist ja auch ein Zeichen, dass das für deinen Körper gerade nicht gut ist, was passiert. Aber du hattest nicht die Kraft oder die Mittel, dir selbst da an der Stelle zu helfen. Und das, was von außen kam, hat das vielleicht jetzt auch nicht gerade unterstützt. Wie wird man in so einem Zustand erwachsen? Gerade körperlich, also wie reifst du dann auch zu einer körperlich volljährigen 18-Jährigen? Ja, also es ist langsam gegangen, habe auch irgendwann meine Regel bekommen, ich habe auch die Pille bekommen. Ich hasse die Pille, ich will eigentlich gar nicht sagen, dass ich die Pille bekommen habe, weil ich die Pille ganz, ganz schrecklich finde. Ich bin total anti, was die Pille angeht. Aber ich habe sie genommen, damit ich die Regel bekomme. So, und dann habe ich letztendlich die Regel bekommen. Brüste habe ich nie so richtig bekommen. Habe ich mir dann aber mit 18 direkt machen lassen. Machen lassen? Ja. Und bin unfassbar happy damit. Und ich habe es für niemanden gemacht, ich habe es nur für mich gemacht.
Und ich bin super dankbar. Wenn ich jetzt keine Brüste hätte, ich würde aussehen wie, also ich sehe ja jetzt schon aus wie ein Skelett, aber dann würde ich aussehen, also sorry, ich will gar nicht wissen, wie ich dann aussehen würde. Aber das wäre echt heavy, ja. Okay, also die Brust-OP hat dir scheinbar auch so einen richtigen Selbstbewusstseins-Push nochmal gegeben. Aber trotzdem gehst du so kritisch mit dir ins Gericht. Also ich weiß nicht, du sagst über dich selbst, dass du dich wie ein Skelett empfindest. Wenn du apropos jetzt hier Skelett, habt ihr mal irgendwas, wo ich mich aufsetzen kann? Mein Arsch tut weh. Den Arsch tut weh. Wir haben bestimmt noch ein Kissen. Magst du das? Magst du ihr das? Oh, du bist geben? Ein Schatz. Warte, hier. Thank you. Ja, danke. Bitte schön. Geil. Besser? Ja. Lag das jetzt am Stuhl oder was hat dir da jetzt? Also der Stuhl ist ja an sich schon hart, ne? Mhm. Ist ja Holz. Aber ich habe einfach keine Reserven mehr. Also ich ziehe auch nur noch Sachen an, die irgendwie alles vertuschen. Ich kann die ja mal irgendwie so ein bisschen, aber mir ist es eigentlich auch egal. Aber die Leute können dann auch mal sehen, wie ich eigentlich aussehe. Man sieht einfach, da ist nichts. Ich nichts. Wollte jetzt nicht hier auf nee, den alles auf den gut, aber die Leute können es ja gerne sehen. So, und die Leute haben es gesehen. Du musst dich nicht zeigen, wenn dir das unangenehm ist. Ne? Wir können sowas auch rausschneiden. Mir ist es nicht unangenehm, weil also so sehe ich nun mal aus. Okay, also ich verstehe, du sagst es, du nimmst das eher so ein bisschen mit Leichtigkeit und Humor, wenn du sagst so, ja, ich bin halt ein Skelett. Also es ist jetzt nicht der Punkt, dass du dich selber, weil das tat mir gerade selber weh, wo du sagst, ja, an mir ist ja nichts dran, ich bin Skelett. Da hatte ich das Gefühl, dass du dich gerade selber so ein bisschen mobbst oder so, weißt du? Nee, also ich nehme mich da gar nicht mehr selbst ernst, weil ich mich, klingt zwar bescheuert, aber ich hasse mich schon dafür, dass ich seit knapp 2 Jahren sage, ich will da rauskommen und eigentlich immer noch drin stecke. Und es ist einfach scheiße. So, und ich will kein Vorbild sein und es ist einfach so, dass ich so aussehe. Und es ist wichtig, dass ich es weiß, damit ich mir immer wieder vor Augen mache, fuck Josie, du musst verdammt noch mal essen. Ich weiß nämlich, wie ich vorher aussah und ich bin selbstbewusst, deswegen, ich bin auch immer sehr direkt. Ich sah verdammt noch mal richtig geil aus. Ich hatte einen mega geilen Arsch. Ich hatte dann meine schön gemachten Brüste, war durchtrainiert, Sixpack und was weiß ich. Hatte mega Energie im Gym, wurde immer angesprochen, wurde von Autos angehupt, im Club von jedem angesprochen. Er hatte einfach einen geilen Body. Und dann fragt man sich, wie doof ist die und warum macht die das? Wann war das? Also wie lange ist das her, wo du selber von dir gesagt hast, okay, der Buddy ist jetzt so, wie ich mir das gewünscht habe. Ich bin zu 100% in Shape. Ich bin wirklich in Form und liebe meinen Körper. Vielleicht sogar zum ersten Mal, seit ich richtig denken kann, seit ich mich irgendwie entwickle. Wie alt warst du da? Das war kurz vor meinem Abi. So mit 17 hatte ich nochmal einen Rückfall. Mhm. So, davor konnte ich mein Gewicht so einigermaßen immer halten. Und dann hatte ich kurz vorm Abi nochmal einen Rückfall. Bin nochmal richtig dünn geworden und habe dann meinen damaligen Ex-Freund kennengelernt und habe mit Bodybuilding bzw. Fitness einfach angefangen. So. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, dieser Sport gibt mir so viel. Und ich mache den Sport immer noch. Aber jetzt habe ich einfach wenig Kraft, ganz wenig Kraft. Also wenn ich das damit vergleiche, was ich damals gemacht habe und was ich jetzt mache, dann denke ich mir so, das ist sehr traurig. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Was sind so Dinge, die dich an deinem eigenen Körper aktuell stören? Wenn ich jetzt gar nicht ans Äußere gehe, eigentlich stört mich am Körper letztendlich, dass er nicht so funktioniert, wie ich ihn gerne hätte. Mhm. Ich merke das, wenn ich Sachen trage, wenn ich Pakete trage oder so, dass es für mich sehr schwer ist,
die Sachen zu tragen, weil die Kraft einfach nicht mehr richtig da ist. So, mir fehlt einfach diese Kraft. Ich bin halt ein sehr, ich habe im Kopf ganz viel Kraft und Energie, aber wenn man die körperlich nicht mehr so richtig hat und weiß, wie es ist, eigentlich diese Kraft zu haben, ist es ganz, ganz schrecklich. Was mir vom Äußeren nicht gefällt, ist einfach, dass ich ein Skelett bin und ich weiß, wie ich ausgesehen habe, als es mir besser ging und als ich auch mehr Lebensfreude hatte und mehr Josie war. Ich bin eigentlich ein super crazy, man hört es vielleicht ein bisschen raus, ich bin super crazy und verrückt und man kann mit mir jede Scheiße machen. Und genau das ist das, was mir fehlt. Okay, jetzt haben wir über Dinge gesprochen, die dir vielleicht an dir selbst nicht so gut gefallen. Und ich merke auch, dass es dir fällt jetzt nicht leicht, das so auszusprechen. Trotzdem bin ich dir total dankbar dafür. Ich würde dich eigentlich total gerne in den Arm nehmen. Ach, alles gut. Corona darfst du ja nicht. Nee, darf ich, Social darf Distance. Nicht. Das ist der Punkt. Aber wir können auch eine Pause machen, wenn du das brauchst. Nein, das ist alles gut. Ja? Ja, ja. Wir kommen jetzt zu der positiven Frage, die mir viel wichtiger ist. Was sind denn Dinge, die du an deinem eigenen Körper schön findest? Wo du außer meiner Brüste? Ja, die Brüste hast du schon aufgezählt. Ne? Das ist ja auch ein wichtiges Argument, ein wichtiger Punkt. So. Und die machen dich ja scheinbar auch heute sehr zufrieden. Aber was sind denn vielleicht andere Dinge, die dir gefallen oder wo du sagst, okay, da sehe ich Hoffnung. So, da merke ich, okay, da kann ich vielleicht noch was... Da kann ich was entwickeln und das ist schön an mir. Ich liebe meine Augen, weil ich glaube, das klingt auch wieder bescheuert. Das ist so der Schlüssel zur Seele. Und ich habe halt sehr hellblaue Augen und ich mag meine Augen super, super gerne. An sich bin ich mit meinem Aussehen zufrieden. Also ich mag mein Gesicht wirklich. Ich finde es schade, dass es so eingefallen ist. Mein Mund wirkt ganz groß. Und ich habe eigentlich schöne weiße Zähne. Mein Mund wirkt so ein bisschen wie so ein Pferdegebiss, dadurch, dass mein Gesicht halt so dünn geworden ist. Und das ist halt so das, was schade ist. Aber ich weiß, wie es ist, wenn ich zunehme, wie ich aussehe. Okay, wenn wir jetzt einen Plan schmieden müssten, weil du weißt eigentlich, wie das funktioniert. Eigentlich ist bei dir nur der Plan, der ist eigentlich schon oft ausgearbeitet gewesen, bin ich mir total sicher, dass du Ernährungspläne und alles Mögliche hattest. Was müsste sich jetzt bewegen, damit du es schaffst, den umzusetzen? Ganz, ganz schwierig. Ich habe es so oft immer wieder versucht. Spiele sogar mit dem Gedanken, inzwischen in die Klinik zu gehen, obwohl ich immer gesagt habe, nein. Aber manchmal frage ich mich, okay, vielleicht wäre es vielleicht doch sinnvoll, es nochmal zu versuchen in einer anderen Klinik, die ich mir selber aussuchen kann. Ja, und jetzt bin ich erwachsen. Ich kann jederzeit sagen, ich gehe raus. Vielleicht kannst du das Ganze auch mal über einen längeren Zeitraum machen. Ich weiß es nicht. Ich bin ja selber kein Profi auf dem Gebiet, aber das ist jetzt so mein spontaner Gedanke. Vielleicht gibt es aber auch Zuschauer da draußen, die selber schon Erfahrungen an der Stelle gemacht haben und die mit uns teilen können. Also schreibt das sehr gerne auch in die Kommentare, wenn ihr von sowas eine Ahnung habt. Mein Gedanke war jetzt vielleicht zu sagen, man macht das Ganze ein halbes Jahr. Wenn du selber im Internet aktiv bist, kannst du das ja auch irgendwie tracken und dokumentieren, was sich da entwickelt. Und vielleicht lässt sich halt über einen längeren Zeitraum auch so eine Gewohnheit einstellen, die dich dann, sobald du aus der Klinik rausgehst, auch weiter begleitet. Du hast jetzt gerade schon abseits der Kamera angedeutet, dass du auf gar keinen Fall, das war dir wichtig, zu deinem Körpergewicht heute oder jemals Stellung beziehen möchtest. Ich finde die Erklärung wahnsinnig wichtig. Deshalb sagst du mir vielleicht nochmal, warum verrätst du das jetzt heute nicht und warum ist das auch genauso richtig? Ich möchte nicht, dass Leute sich ein Beispiel daran nehmen und sagen, Mensch, die hat das Gewicht XY. Ich brauche genau dieses Gewicht, um genau so auszusehen. Weil es nicht so ist. Jeder Mensch sieht unterschiedlich aus, mit jedem Gewicht. Man kann zwei Frauen der gleichen Größe nebeneinander stellen und die haben ein unterschiedliches Gewicht und sehen ähnlich aus. Oder sie haben das gleiche Gewicht und sehen total unterschiedlich aus, weil es bei jedem unterschiedlich verteilt ist. Und so ist es mit den Kalorien eben genauso. Man muss sich da nicht überlegen, welche Lebensmittel darf ich essen, welche
darf ich auf gar keinen Fall essen. Es gibt kein Tabu. Das Allerwichtigste sind immer noch die Kalorien. Und die sind bei jedem unterschiedlich, weil jeder sich anders bewegt, anders lebt und dementsprechend auch einen anderen Bedarf hat. So ist es auch übrigens im Gehalt. Der eine kann mit 2000 Euro super leben, der andere sagt mit 2000 Euro, wie soll ich meine Miete zahlen? Das ist bei jedem unterschiedlich. Zahlen sind Zahlen. Gutes Beispiel, auf jeden Fall. Du hast gerade schon angedeutet, dass es eine Zeit gab, wo du total attraktiv warst. Du hast dich selber, wie hast du gesagt, geil gefunden, deinen Körper geil gefunden. Ja, doch. Ich war schon Schnüdel, ne, an der Stelle. Wie reagieren Männer heute auf dich? Männer gehen damit offener um als Frauen. Frauen sind, können mit Blicken töten und Männer sind anders. Also ich muss sagen, dass ich verwundert bin, dass Männer nicht unbedingt immer nach dem Äußeren gehen. Also zum Beispiel gestern im Zug, als ich hergefahren bin, da war eigentlich jedes Abteil immer nur mit einer Person. Und dann war ich in dem einen Abteil, weil ich noch ein Telefonat führen musste. Und dann wollte er gerne, da hat er gefragt, ja Mensch, kann ich da vielleicht sitzen oder so? Und ich so, ja klar, ich telefoniere, du bist gerade noch, ich gehe gleich raus. So, dann bin ich halt rausgegangen und bin nachher wieder reingekommen und meinte so, du, das ist eine ganz blöde Frage, aber ich fahre noch so ewig lange Zug. Kann ich mich zu dir setzen? Sonst fühle ich mich irgendwie so einsam. Und dann meinte ich so, wegen Corona fühlt man sich eh schon einsam. Und meinte ich so, ja, meinte er so, ja klar, komm rein. So. Und wir hatten so viele Gemeinsamkeiten und er war so offen, was es angeht und was Bodybuilding angeht oder Fitness angeht. Er war total überhaupt nicht oberflächlich. So, von daher ist es mit den Männern, geht es eigentlich echt. Bloß, da man sich selbst nicht wohlfühlt im eigenen Körper, ist es natürlich schwierig, dann eine sexuelle Bindung aufzubauen, weil man sich beim Sex eben auch gehen lässt. Wie sollst du dich gehen lassen, wenn du selber nicht mit dir zufrieden bist? Ja. So, und das ist eben dann in der Beziehung schwierig, wenn du selbst nicht mit dir zufrieden bist, dann ein gutes Sexleben zu führen. Und ich höre da jetzt auch so raus, dass es für dich auch die richtige Reihenfolge ist, dich selbst in den Griff zu kriegen, selber mit dir wieder im Reinen zu sein und zufrieden zu sein und du dann sagst, okay, dann bin ich auch eher offen dafür und fühle mich auch bereiter, also mehr bereit dafür, eine richtige Beziehung einzugehen, die dann auch ein gesundes sexuelles Leben mit sich bringt. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine. Also das ist für dich diese Reihenfolge und nicht, könnte ja auch sein, dass ein Partner dir gut tut und dich an deiner Seite irgendwie unterstützt und es dann eine gewisse Zeit braucht, bis ihr auch auf der Ebene zusammen matcht. Aber es gibt ja auch noch so viel anderes, weißt du? Ja, also ich muss sagen, es wird mir auf jeden Fall helfen, wenn ich einen Partner hätte, der mich unterstützt. Einfach, weil man dann das Gefühl hat, geliebt zu werden. Und wenn man dieses Gefühl hat, geliebt zu werden, findet man vielleicht auch die Selbstliebe wieder ein bisschen mehr wieder. Und es gibt einem einen gewissen Halt und eben diesen Support. Jetzt wird mich interessieren, was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Also vielleicht mal einen Partner, habe ich jetzt schon rausgehört, das wäre vielleicht eine gute Unterstützung, aber was sind denn so deine Zukunftsträume? Auf jeden Fall gesund werden, beziehungsweise, was heißt gesund werden? Ich möchte mit der Krankheit wieder leben lernen können. Ich war nie richtig gesund und das ist jetzt auch nicht meine Intention, weil ich das mein Leben lang immer hatte. Mir ist bloß wichtig, dass ich damit wieder umgehen kann, dass ich meinen Körper richtig unter Kontrolle habe, dass ich sage, ich gebe dem Körper, was er benötigt und nehme ihm das nicht. Und dass ich einfach diese Lebensfreude wieder habe, diese Josie wiederfinde, diese Verrückte, die rumdance, die auf Festivals geht, die absolut super stolz auf ihren Körper ist, die wieder den Pump beim Sport merkt, die ja sich gerne schön anzieht. Ich ziehe nur noch irgendwelche Sachen an, die irgendwie umschmeicheln und gerne wieder shoppen geht und denkt, boah, da würde mein Arsch richtig geil dann aussehen. Sowas einfach. Ja, ich finde es cool, dass du das so formulieren kannst. Und jetzt ist die einzige Frage für dich, wie schaffst du diesen Weg? Aber wenn du das
Ziel irgendwo vor Augen hast, glaube ich, bist du schon, du hast schon einen riesigen Schritt geschafft und bist vielen anderen auch einen großen Schritt voraus, was das Ganze angeht, weil es braucht Ziele im Leben, daran kannst du dich festbeißen, da kann ein Mensch drauf hinarbeiten und da bist du wirklich schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Ich denke gerade so darüber nach, ne, du sagst, du möchtest vielleicht selber auch in die Klinik und das jetzt zum ersten Mal als erwachsene Person auch aus eigener Kraft tun und jetzt den Hebel wirklich umlegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir heute uns hier unterhalten und du vor so vielen Menschen deine Geschichte erzählst, auch nochmal so eine Art Push dir, also du holst dir gerade so einen richtigen Push, weil ich weiß, dass die Leute in den Kommentaren dich auch anfeuern werden und hinter dir stehen werden. Was hältst du denn davon, wenn wir das jetzt hier einfach mal so vereinbaren, dass wir uns nochmal treffen und dann mal nochmal darüber sprechen, was sich vielleicht, weiß ich nicht, in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr verändert hat? So, ich fände es super spannend. Ich werde es auch ohne dieses Video verfolgen, was du so treibst, aber wäre das eine Idee für dich? Lass uns im Sommer wieder treffen, dann ist Corona vorbei. Mhm. Dann komme ich in meinem Summer Shape. Und dann mache ich hier einen Lap Dance. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, Josie, das geht gerade in die falsche Nein, Richtung. Nein, okay, wir das lassen geht es. In die falsche wir Richtung. Lassen es, wir lassen es. Wir treffen uns in einem halben Jahr hier auf einen Kaffee. Auf einen Kaffee. Und du erzählst mir, was du erlebt hast, was sich getan hat. Und ich bin total, total fasziniert im besten Fall, was du so auf die Beine gestellt hast, okay? Ich hoffe sehr, dass wir das schaffen, ja. Beziehungsweise, dass ich das schaffe und dass ich zeigen kann, dass es geht. Ich stehe da zu 100% hinter dir und wenn ich dich da supporten kann, dann werde ich das auch auf jeden Fall tun. Danke. Übrigens, an all diejenigen, die jemanden kennen, die oder der essgestörte Züge hat oder selber essgestört ist, eine von 10 Magersüchtigen stirbt an dieser Krankheit. Man sollte diese Krankheit ernst nehmen und versuchen, mit den Menschen, die das haben, umgehen zu können und denen die Hilfe anbieten, aber niemals kritisieren. Kritisiert niemals Menschen anhand des Essverhaltens. Ganz wichtig, ganz wichtig. Denn wenn man gesund werden möchte, kann man es nicht gebrauchen, wenn andere Leute einem dann auch noch sagen würden, wie kannst du das denn jetzt essen? Isst du doch eh nicht oder bla bla bla. Nimm das als Vertrauen, wenn du siehst, wenn eine Magersüchtige etwas isst. Und nimm verdammt nochmal es ernst, selbst wenn sie dreimal überlegt, ob sie den Apfel isst oder nicht. Nimm es ernst. Josie, was würdest du abschließend Zuschauern oder Zuschauerinnen da draußen sagen, die selber irgendwo bei deiner Geschichte das Gefühl haben, ey, das hat auch total viel mit mir zu tun. So, da fühle ich mich selber irgendwie ja, betroffen oder ich kenne das, was du heute alles erzählt hast, was du die letzten Jahre durchmachst. Was sind deine Tipps? Also erstmal ist Magersucht eine psychische Erkrankung und wenn du das Gefühl hast, dass du auch psychisch irgendwie irgendwas hast, was dich bedrückt, dann scheu nicht davor zurück, dir Hilfe zu suchen, wenn du offen für Hilfe bist. Es sollte dir niemals unangenehm sein, zu sagen, dass du in die Psychiatrie gehst, dass du einen Psychologen besuchst oder. Denn selbst Psychologen gehen zum Psychologen, selbst Ärzte gehen zum Arzt, selbst Trainings-Coaches haben einen Coach, selbst Lehrer gehen zur Fortbildung und. Und ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass du da auch zu dir stehst und sagst, ja, ich brauche Hilfe und ja, ich nehme die Hilfe auch gerne an. Es ist für mich selbst auch immer schwierig, aber ich weiß, dass es in gewissen Situationen einfach das Allerbeste ist. Wenn du jemanden kennst, der auch darunter leidet, du aber nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, wie du die Person ansprechen sollst, dann frag sie ganz normal, ob die Person deine Hilfe braucht, beziehungsweise ob du ihr helfen darfst und dass du immer für die Person da bist. Denn das Wichtigste ist, dass die Menschen für einen da sind. Denn Verständnis und einfach ein Ohr und vielleicht ein paar Ratschläge, aber nur, wenn man Ratschläge haben möchte, nicht jeder möchte Ratschläge haben, können sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Und dementsprechend niemals zurückscheuen, ehrlich mit sich selbst sein
und sich behandeln lassen, wenn man offen dafür ist. Super wichtige Worte. Josie, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du auch so offen und ehrlich mit der ganzen Sache umgegangen bist. Das ist nicht selbstverständlich. Freunde, lasst uns bitte dieses Thema auch sehr respektvoll in den Kommentaren behandeln. Und wir drücken dir, da spreche ich für die Zuschauer und mich, wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, werden das im Blick behalten, was du so treibst. Und ich habe natürlich auch wieder bei so einem Video in der Videobeschreibung ganz viele Anlaufstellen verlinkt. Wenn ihr selber Hilfe sucht, dann schaut da sehr gerne vorbei. Es ist wirklich nichts Schlimmes dabei, sich da Hilfe zu holen. Also nehmt das Angebot an und wir können sehr gerne in den Kommentaren uns auch ein bisschen austauschen, wenn ihr selber jetzt zu dem Punkt kommt, dass ihr das Gefühl habt, ihr wollt mal hier in so einem Video mit dabei sein. Dann schreibt mir einfach auf Facebook und wenn euch dieses Video heute irgendwas gebracht hat, wenn ihr irgendwas gelernt habt, dann könnt ihr diesen Kanal kostenlos aktivieren und die Glocke abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ja, Freunde, das war's mit dem Video und gleichzeitig waren das auch die letzten Worte, die wir von Josie jemals hören werden. Das macht mich gerade ziemlich traurig. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass sie sich gewünscht hätte, dass wir sie so positiv, wie ihr sie heute in diesem Video gesehen habt, in Erinnerung behalten würden. Und dass wir ihre Botschaft nicht vergessen, in unseren Herzen behalten und in die Welt mit uns tragen. Weil das ist ihr das Allerwichtigste gewesen. Ihre Eltern werden am Mittwoch hier auf diesem Kanal auch nochmal erscheinen, weil Hans und Annette möchten das, was ihre Tochter angefangen hat, vollenden. Und dafür bin ich ihnen jetzt schon unfassbar dankbar. Wenn euch dieses Thema grundsätzlich interessiert, kann ich euch ein Video nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe jetzt erst begriffen, dass dieses Thema viel mehr Menschen betrifft, als mir vorher bewusst war. Und deshalb schaut es euch sehr gerne an. Es ist ein Video mit einem Vater, dessen Tochter magersüchtig war und die beiden haben es überstanden. Das Video findet ihr in der ARD-Mediathek. Der Link ist unten in der Beschreibung. Das war es jetzt auch von mir, Freunde. Bis zum nächsten Mal.